liebe Hörerinnen und Hörer, viele unserer Mitmenschen sind belastet. Belastet mit bewusster und unbewusster Schuld. Viele versuchen mit Suchtmitteln diese Schuld zu verdrängen. Andere legen sich auf das Sofa eines Psychotherapeuten und versuchen so, ihre Schuldgefühle weg und ausreden zu lassen. Die Bibel sagt, Gott war in Jesus Christus und versöhnte die Menschen mit sich selber. Pastor Manfred Bönig aus Dillenburg geht im folgenden Vortrag ausführlich auf dieses aktuelle Problem ein. Sein Gewissen lässt ihn nicht mehr zur Ruhe kommen. Immer häufiger kommt es vor, dass er nachts stundenlang wach liegt. Alles steht ihm dann wieder vor Augen, alles. 5 Jahre ist das jetzt her. Er befand sich auf einer Geschäftsreise. Die Verhandlungen waren gut gelaufen. Jetzt saß man in einer Hotelbar. Neben ihm eine gut aussehende Frau. Sie war Dolmetscherin und hatte die Gespräche mit den ausländischen Gesprächspartnern übersetzt. Ein schönes Gesicht hatte sie und eine gute Figur. Das war ihm gleich aufgefallen, als er sie begrüßte. Sie war sehr freundlich und charmant, eine äußerst sympathische Erscheinung. Wenn sie lachte, dann erinnerte sie ihn an ein junges Mädchen aus seiner Jugend. Damals war er ganz verliebt in dieses Mädchen. Doch ihre Eltern hatten etwas gegen eine Verbindung. Aber er hatte sie niemals ganz vergessen. Irgendwie verwirrte ihn diese Frau. Sie weckte zu viele Erinnerungen in ihn. Während der geschäftlichen Gespräche ertappte er sich dabei, dass er mit seinen Gedanken gar nicht bei der Sache war, sondern diese Frau betrachtete. Er spürte, dass ihr das nicht unangenehm war. Im Gegenteil, ihre Augen blickten ihn herausfordernd an. So auch jetzt wieder, hier in der Hotelbar. Als er am nächsten Morgen abreiste, hatte er ein verletztes Gewissen. Wie Feuer brannte die Schuld in seiner Seele. Er hatte die Ehe gebrochen, seine Ehe. Niemals hätte er das für möglich gehalten, niemals. Doch es war geschehen, unwiderruflich geschehen. Eine andere Frau, ihr Körper, ihre Küsse. Am liebsten hätte er sich verflucht. Wie konnte er sich nur so vergessen? Zu Hause hatte er eine liebe, hübsche Frau und 3 kleine, fröhliche Mädchen. Sie waren wirklich glücklich verheiratet. Andere Frauen interessierten ihn überhaupt nicht, noch nicht einmal im Traum. Ehebruch, das war für ihn eine ganz schmutzige Sache. So treulos würde er niemals gegen seine Frau handeln. Treue, das war für ihn kein leeres Wort. Schließlich hatte er Charakter. Und jetzt war es passiert, ihm passiert. Sein Gewissen klagte ihn an, hart und unerbittlich. Du bist ein Ehebrecher. 5 Jahre lebte er jetzt schon mit dieser furchtbaren Anklage in seinem Herzen. Und von Tag zu Tag wird sie drückender. Am liebsten würde er sein Gewissen zum Schweigen bringen. Aber sein Gewissen lässt sich nicht totschlagen. Immer wieder steht seine Sünde vor seinen Augen, pausenlos, Tag und Nacht. Keiner weiß von seiner Sünde, nur er und diese Frau. Er will nicht darüber reden, er hat auch nicht den Mut dazu. Niemals darf seine Frau das erfahren, niemals. Er will alleine damit fertig werden, seine Schuld vergessen. Die Zeit wird ihm dabei helfen, wie er glaubt. Doch er kommt nicht mehr zur Ruhe. Seine Schuld quält ihn, alle seine Lebensfreude schwindet dahin. Manchmal denkt er, dass die Schuld ihn buchstäblich erdrückt. Schwer, tonnenschwer lastet die Sünde auf ihm. Er kann nicht mehr länger mit seiner Schuld leben. Unaufhörlich schreit sein Gewissen. Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist noch nicht einmal vergangen. Und darunter leidet auch Heike. 20 Jahre ist sie jetzt geworden. Ein nettes junges Mädchen, wie die Leute so sagen. Doch ihr Gewissen ist belastet. Mit einem Mord. Sie hat ihr eigenes Kind umgebracht. Ein Junge wäre es geworden. 4 Jahre wäre er jetzt alt. Doch sie hat ihn töten lassen. In ihrem eigenen Leib. Heute nennt man das Schwangerschaftserbruch, früher sagte man dazu Abtreibung. Doch sie weiß genau, was wirklich geschah. Es war Mord. Immer wieder verfolgen sie diese Bilder. Irgendjemand gab ihr die Adresse. Sie war bereits im 3. Monat. Mit ihren eigenen Augen hat sie gesehen, wie ihr Kind zerschnitten wurde. Die Toilette wurde das Grab ihres Sohnes. 500 Mark hat dieser bezahlte Mord gekostet. Ihre eigene Mutter hat ihr das Geld zugesteckt. Seit diesem Tag weiß sie, was Schuld ist. Nachts weint sie, weil sie damit nicht fertig wird. Doch keiner kann ihr helfen. Es sind auch ihre Hände, die blutbefleckt sind. Sie ist schließlich hingegangen, um das Kind unter ihrem Herzen zu töten. Schon lange tut es ihr unsagbar leid, dass sie das getan hat. Doch es ist nicht mehr gut zu machen. Es ist, als ob sie sich selbst getötet hätte. Immer wieder träumt sie davon, wie das Kind aus ihrem Leib gerissen wird. Sie kommt nicht mehr zur Ruhe.
Ihre ganze Seele ist depressiv geworden. Diese Wunde wird nie wieder vernarben, das spürt sie, nie wieder. Hätte sie doch damals nur auf die Stimme ihres Gewissens gehört. Doch sie hat sich überreden lassen, zu einem Mord. Und das mit 16 Jahren. So alt war sie damals, als sie einen Mann kennenlernte. Er war sehr lieb zu ihr und er versprach ihr das große Glück. Und sie vertraute ihm. Doch als sie das Kind erwartete, da haute der Mann einfach ab. Erst jetzt erfuhr sie, dass er verheiratet war und schon eine Familie hatte. Niemand wollte sie und das Kind. Weder der Mann, von dem sie es erwartete, noch die eigenen Eltern. Ihr Vater wollte sie sogar rausschmeißen, wie er sagte. Da hat sie es dann einfach getan, um niemand Probleme zu machen. Doch jetzt ist alles viel schlimmer als vorher. Ihre Not ist viel größer geworden, untragbar. Manchmal hört sie sogar die Stimme ihres Kindes. Bring mich nicht um, lass mich doch am Leben. Ich bin doch dein Kind, liebst du mich denn nicht? Und wie sie ihr Kind liebt. Aber es ist jetzt tot. Sie hat es getötet. Mein Gott, was habe ich getan? Meine Schuld ist so groß, ich kann damit nicht mehr leben. Liebe Freunde, kann man mit seiner Schuld leben? Können Sie es? Das Mädchen Heike kann es nicht, auch der Mann nicht, der seine Ehe brach. Auch unser Gewissen kann es nicht. Niemand kann mit seiner Schuld leben. Und doch versuchen es immer wieder viele Menschen, mit ihrer Schuld zu leben. Manche flüchten sich in den Rausch, um ihr Gewissen zu betäuben. Andere stürzen sich in die Arbeit, um die Vergangenheit zu vergessen. Und wieder andere versuchen es damit, Gutes zu tun, um ihre Schuld abzuzahlen. Wege und Mittel scheint es genug zu geben, um mit seiner Schuld zu leben. Man kann sie verschweigen, verdrängen, leugnen. Und doch kann nichts verhindern, dass uns die Sünde einholt. Über unser Gewissen verfügen wir nicht. Auch dann nicht, wenn man meint, es totgeschlagen zu haben. Die Bibel berichtet davon, was in unserem Leben passiert, wenn wir unsere Schuld im Keller unseres Herzens zuschütten wollen. Oder sollte uns die Erfahrung unbekannt sein, von der bereits ein Mann aus dem Alten Testament berichtet? Als ich es wollte verschweigen, da wurde mein Leben und mein Leib davon so krank, weil es unaufhörlich in mir schrie. Ich spürte Gottes Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Ist es von ungefähr, wenn die Sprechzimmer der Seelenärzte unserer Tage bis zum Bersten gefüllt sind? Wenn die psychosomatischen Erkrankungen fast die Hälfte aller Krankheiten ausmachen? In unserem Land gibt es viel zu viele Leute, die Jahre und Jahrzehnte lang versuchen, mit der Schuld ihres Lebens zu leben und die unter der Last ihrer Sünde seelisch und körperlich zusammenbrechen. Die Bibel hebt die Ursache dieses Tatbestandes sehr nüchtern hervor, wenn sie sagt, die Sünde ist der Leute Verderben. Die Sünde macht das Leben der Menschen kaputt. Nicht die Lebensverhältnisse, nicht die jeweiligen Umstände, sondern unsere eigene Sünde zerstört unser Leben. Sie ist so schrecklich wie der Krebs, der den ganzen Körper erfasst und zugrunde richtet. Niemand kann mit seiner Schuld leben. Und man kann ja nicht davonlaufen. Sie holt uns immer ein, auch morgen noch. Und ganz gewiss am jüngsten Tag, wenn Gott unser Leben richtet. Immer steht die Sünde vor uns, wie ein unentrinnbarer Spiegel. Nichts, was geschehen ist, können wir ungeschehen machen, gar nichts. Und wessen Leben kennt keine Schuld? Wer ist davon nicht betroffen, sogar vielfach betroffen? Wer könnte schon von sich sagen, ich habe mein Herz unbefleckt erhalten, ich bin rein von Sünde geblieben? Es geht ja nicht nur um Ehebruch und Mord, nicht nur um die Tötung ungeborenen Lebens und der ehebrecherischen Begierde unserer Herzen. Das sind ja nur zwei Gesichter der Sünde. Es geht ja um mehr. Es geht nicht um die Sünden anderer Leute, sondern um die eigenen Sünden. Unser Gewissen wird nicht nur belastet durch Ehebruch oder Abtreibung. Auch wer lügt oder betrügt, bekommt schlaflose Nächte. Und wer neidisch ist und begehrt, findet mit seinem Leben auch keine Ruhe mehr. Es gibt so vieles, was unser Leben in große Schuld vor Gott und Menschen bringt. Nicht nur Homosexualität, Hurerei, Fressen und Saufen. Auch Diebstahl und Habsucht, Verleumdung oder Geiz gehört dazu. Die Bibel nennt die Sünde konkret beim Namen. Und das sind nicht nur die sogenannten dicken Hunde. Auch das ist Sünde, was die Bibel so sagt. Wortbrüchig sein, lieblos und unbarmherzig sein, den Eltern ungehorsam sein, Feindschaft, Bitterkeit, Groll, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Unversöhnlichkeit. Gott zählt in seinem Wort sehr viele Dinge auf, die in unserem Leben Sünde sind. Das Sündenregister der Bibel besteht nicht nur aus den 10 Geboten,
sondern ist so umfangreich wie ein Quellekatalog. Denn die Bibel sagt, jedes Unrecht ist Sünde. Und wer nun das Gute kennt, das er zu tun hat und es unterlässt, dem wird es als Sünde angerechnet. Was Sünde ist, ist ja nichts an sich Sache, sondern wird in der Bibel klar beschrieben. Durch das Gesetz Gottes, durch die Gebote, bekommen wir nicht nur Erkenntnis in dem, was gut und böse ist, sondern wir werden auch zur Erkenntnis unserer Sünde geführt. Und was das eigentliche Merkmal unserer Sünde ist, ist ja nicht zuerst nur die Tat, sondern unsere Auflehnung gegen Gott und seinen guten Willen. Die Bibel sagt, Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Und diese Auflehnung gegen Gott, sei es ein Mord oder eine Lüge, sei es Bitterkeit oder liebloses Gerede, bringt unser Leben in Schuld, in schwere Schuld, vor Gott und unserem Nächsten. Unser Gewissen klagt uns an, und das zu Recht. Nichts bleibt ja vor den Augen Gottes verborgen. An jedem Ort, und sei er noch so geheim und dunkel, sind die Augen des Herrn. Er stellt alle unsere Sünde in sein Licht. Vor ihm ist all unser Tun und Lassen, all unser Denken und Trachten offenbar. Wir sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Selbst die verborgenste Ecke unseres Herzens ist ihm bekannt. So wie unser Gewissen um alle unsere Schuld und Sünde weiß, so weiß auch Gott darum. Und so wie unser Gewissen uns unsere Sünde vorhält, so hält auch Gott uns unsere Sünde vor. Er lässt es nicht zu, dass wir unsere Sünde verschweigen, verharmlosen, verniedlichen. Mit der Sünde kann niemand leben, denn Gott lässt es nicht zu. Wer das versucht, erfährt, dass der heilige Gott ein verzehrendes Feuer ist. Die Bibel sagt, wer seine Sünde vor Gott verbergen will, dem wird es nicht gelingen. Unsere Sünde lässt sich nicht verschweigen, vergessen. Wir können sie weder leugnen noch verdrängen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Was wollten wir Gott denn auch schon antworten? Wollten wir unsere Sünden entschuldigen? Und Sünde nicht mehr Sünde nennen und Schuld nicht mehr Schuld? Ist uns damit geholfen? In unserer Zeit ist das ja allgemein üblich geworden. Die gesamte Pädagogik und Psychologie unserer Tage hat den Begriff Sünde gestrichen. Darüber redet man nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Und da hat man allerhöchstens Probleme und Konflikte oder man befindet sich in einer Krise. Man versteht es außerordentlich gut, das Böse nicht mehr böse zu nennen. Man kann es auch so sagen. Nicht der Mörder ist schuldig, sondern der Ermordete. Nicht ich, sondern die anderen. Die Gesellschaft, meine Eltern, der blöde Chef, die Umstände, die Verhältnisse. Es ist niemand damit geholfen, nicht mehr über die Sünde zu reden und damit zu glauben, sie wäre schon aus der Welt geschafft. Denn unser Gewissen lässt sich nicht belügen. Was hat es schon für einen Zweck, vor sich selbst und vor Gott versteckt zu spielen? Da gibt es ja Leute, die legen sich auf das Sofa eines Psychotherapeuten, um sich die Schuldgefühle wegreden und ausreden zu lassen. Unzählige Stunden verbringt man da in sogenannten Analysegesprächen. Und am Ende fühlt man sich elender als vorher, weil man seelisch ausgezogen wurde, aber keine Hilfe da ist. Welcher Psychotherapeut kann einem schon die Sünden vergeben und dem wunden Gewissen Ruhe schenken? Auch die vielen Psychopharmaka, die es auf dem Markt gibt, heilen keine Seele, die unter ihren Sünden leidet. Mit Pillen und Stimulierungspräparaten wird Bitterkeit, Groll, Hass, Feindschaft und Unversöhnlichkeit, alles Formen der Sünde, nicht behoben. Ein fröhliches Herz können sie uns nicht schenken und Vergebung der Sünden schon gar nicht. Das kann nur einer, nämlich Gott. Er allein kann wirklich Sünden vergeben, alle unsere Sünden. Heilung unserer Seele, unseres Lebens ist nicht irgendwo zu finden, nicht in der Psychologie, noch in irgendeiner Philosophie oder Ideologie unserer Tage. Es gibt nur eine Stelle, nur einen Ort, nur eine Person, wo uns für den ganzen Menschen das Heil und die Heilung zuteil wird, wo es Vergebung aller unserer Sünden gibt und wirklich Frieden mit Gott. Jesus heißt dieser Name, denn Gott sagt in seinem Wort in der Bibel, Jesus Christus, und sonst keiner kann die Rettung bringen. Nirgends auf der ganzen Welt hat Gott einen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden, als allein den Namen Jesus. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Jesus, er allein ist der Arzt unserer Seele. Er allein kann helfen, denn er ist der Heiland der Sünder. Er selbst sagt von sich, ich bin gekommen, um Sünder selig zu machen, um ihnen den Frieden zu bringen, die Vergebung. Jesus, er ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten. Gott hat ihn gesandt, seinen Sohn, um das zu vollbringen, was unser Leben wieder froh und frei macht, Vergebung der Sünden.
Das hat Gott getan, weil er uns liebt. Dich und mich, alle. Weil er nicht will, dass auch nur einer an seinen Sünden zugrunde gehen muss. Weil er unsere Rettung will, die Rettung von den Sünden. Denn unsere Sünden haben uns nicht nur in Schuld gebracht vor Gott und Menschen, sondern auch unter den Zorn des heiligen und gerechten Gottes. Gott hat ein vernichtendes Nein zur Sünde. Und so steht es auch in der Bibel. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Denn verflucht ist jeder, der nicht alles hält, was der Wille Gottes zu tun vorschreibt. Wir haben den Tod verdient. Doch Gott will uns retten vor seinem gerechten Urteil. Nicht uns, sondern seinen eigenen Sohn stellt er in sein Zorngericht. Auf diese Weise zeigt er uns seine grenzenlose Liebe, sagt die Bibel. Wer kann diese Liebe Gottes begreifen? Wer kann verstehen, dass Gott seinen eigenen Sohn in den Tod gibt, an ihm das Gericht über unsere Sünden vollzieht? Dass der Schöpfer für seine Geschöpfe stirbt, die sich in Auflehnung zu seinem Willen befinden. Die Bibel sagt, Gott war in Jesus Christus und versöhnte die Menschen mit sich selber. Wer kann verstehen, dass Gott sich von Menschen in seinem Sohn Jesus Christus gefangen nehmen ließ? Er wurde verhöhnt und verlacht, angespuckt, geschlagen und gefoltert, ausgepeitscht und mit Füßen getreten, als Mann der Schmerzen zur Schau gestellt und wie ein Schwerverbrecher brutal ans Kreuz genagelt. Dort ließ man ihn unter größten inneren und äußeren Qualen buchstäblich krepieren. Wer kann es verstehen, dass Gott seinen eigenen Sohn für uns zur Sünde machte, an ihm das Verdammungsurteil vollstreckte, ihn statt uns der Hölle und dem Tode preisgab? Nur die Liebe tut das. Die Liebe, die nicht aufgibt, sondern sich selbst hingibt, sich preisgibt, die alles gibt, um zu retten, zu heilen. Liebe, die nicht aufhört. Und die Bibel sagt, Gott ist diese Liebe. Er ist Liebe. In Jesus Christus wurde diese Liebe Mensch und starb für uns. Gott selbst tilgt unsere Sünden. Alle unsere Schuld hat er auf Jesus fallen lassen. Ihn machte er zum Sündenbock der Welt. In immer neuen Bildern und Vergleichen beschreibt die Bibel diese Liebestat Gottes für uns. Was für eine frohe Botschaft für unser gequältes Gewissen, für unser trauriges Herz, für unsere sündenkranke Seele, wenn Gottes Wort wie ein helles Licht in die Not unserer Schuld fällt. Jesus ist für uns zur Sünde gemacht. Er ist um unserer Missetaten willen getötet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Jesus ist die Sühne für unsere Sünden. Liebe Freunde, jetzt ist Friede zwischen Gott und uns Menschen. Er hat alles getan, um uns von unseren Sünden zu erretten. Jesus starb für uns. Alle Schuld soll ausgelöscht sein, für immer und ewig. Die Bibel sagt, der Schuldbrief unseres Lebens ist zerrissen. Gott selbst hat ihn für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Niemand muss mehr in seinen Sünden leben. Und niemand muss mehr in seinen Sünden sterben. Auch dann nicht, wenn unsere Schuld blutrot ist. Auch dann nicht, wenn unsere Sünden bereits bis an den Himmel reichen. Gott will uns vergeben, alle unsere Sünden. Jesus ist die Vergebung unserer Sünden. In ihm haben wir sie wirklich. Gott hat es so beschlossen und so gesagt. Und er ist kein Lügner. In Jesus haben wir das Leben, haben wir alles, was wir brauchen, um fröhlich leben und einst getröstet sterben zu können. Wie will man das aber können, wenn auch die Sünden das Dasein gefangen halten? Ohne Jesus bleibt unser Leben unter dem unentrinnbaren Zorn Gottes, für immer und ewig. So klar und unmissverständlich sagt es die Bibel. Ohne Jesus werden wir in unseren Sünden sterben und fortgehen zu ewiger Strafe. Ohne Jesus wartet die Hölle auf uns. Darauf kommt es an, ob wir Vergebung der Sünden haben. Und die empfängt man nur durch den Glauben an Jesus Christus, sagt die Bibel. Jesus ist zwar für alle gestorben und hat für alle die Vergebung der Sünden vollbracht durch seinen Tod am Kreuz. Aber das wird uns nicht automatisch aufgezwungen. Gott ruft in die Entscheidung, für oder gegen Jesus. Und nur die, die sich dann mit ihrem Leben auf die Seite Jesu Christi stellen, die ihr Leben unter seine Herrschaft stellen, die Jesus um Vergebung ihrer Sünden bitten und ihn aufnehmen in ihr Leben, die und nur die erfahren dann auch, wie alle Schuld aus ihrem Leben gestrichen wird. Und der Friede Gottes ihren Geist, ihre Seele und ihr Leben durchströmt. Unsere Sünden gehören in die Hände Jesu. Und darum sind sie ihm auch zu bekennen. Wo das ganz persönlich geschieht, ereignet sich das, was in der Bibel so steht. Da bekannte ich dir meine Sünde und verharmloste und verhehlte meine Schuld nicht länger. Was ich getan hatte, gestand ich dir.
Ich sagte, bekennen will ich dem Herrn meine Missetaten. Da hast du mir alles vergeben, alle meine Schuld, alle meine Sünden. Lassen Sie sich mit Gott versöhnen. Bekennen Sie Jesus Ihre Sünden, alle Ihre Schuld. Die Vergebung wartet auf Sie. Jesus wartet auf Sie. Warum denn noch länger mit der Schuld leben? Warum noch länger seine Sünde verheimlichen, verdrängen, verschweigen und leugnen? Gott hat doch alles getan, um wieder ein fröhliches Herz zu bekommen. Die Sünden werden uns nicht mehr einholen, wenn wir sie bei Jesus abladen. Er ist doch gekommen, um Sünder zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sie zu retten. Das Größte, was Sie überhaupt erfahren können, ist die Vergebung Ihrer Sünden. Diese Freude ist unbeschreiblich, denn die Bibel sagt, glücklich zu preisen sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Selig, ja unsagbar froh darf der sein, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Niemand muss mehr mit seiner Schuld leben. Eine Heike nicht, die ihr eigenes Kind umbrachte, der Mann nicht, der seine Ehe brach, auch der nicht, der in seinem Herzen unversöhnlich und bitter ist. Alle Sünde wird vergeben, wenn sie zu Jesus gebracht wird, zu ihm, der alle Sünden gesühnt hat. Was kein Psychotherapeut tun kann, was kein Medikament fertigbringt, spricht Jesus vollmächtig in ein belastetes Gewissen und Gemüt. Dir sind deine Sünden vergeben. Sei getrost, fürchte dich nicht. Das ist eine frohe Botschaft, eine freimachende Botschaft für alle, die unter ihrer Sünde leiden, die nicht mehr mit ihrer Schuld leben können und wollen. Jesus ruft sie, der Heiland der Sünder. Er ruft sie jetzt. Kommt auch her zu mir, alle, die unter der Qual eures Gewissens mühselig dahin lebt und mit Schuld beladen seid. Kommt her zu mir, ich will euch Ruhe schenken. Aufatmen sollt ihr und frei sein. Kommt doch zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Stellt euch unter meine Leitung und lernt von mir. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Dein Herz voll Sorgen und Schmerz, die bedrücken dein Herz. Lassen sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer nah. Lassen sie fallen auf Golgatha, Golgatha, Golgatha. Sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer nah. Er hilft dir, vertraue auf ihn, gib dich völlig ihm hin. Lassen sie fallen auf Golgatha, Jesus ist immer nah.
als Grundlage zum Vortrag kaum zu glauben, aber wahr, von Manfred Bönig, lese ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Verse 17 bis 20 aus dem 5. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selber versöhnt hat und uns das Amt anvertraut hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht an, und hat das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, den Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Hilflos legte er das Telegramm beiseite. Er musste tief durchatmen. Dann ging er ans Fenster und schaute hinaus. Seine Augen schweiften in die Ferne. In seinem Herzen kämpfte es. Sollte er oder sollte er nicht? Eigentlich hatte er keinen Grund, der Bitte zu entsprechen. Die Sache war gelaufen. Viele Jahre waren seitdem vergangen. Doch jetzt stand ihm alles wieder vor Augen. Ein Gefühl der Bitterkeit stieg in ihm auf. Nein, niemals. Dann dachte er an seine Mutter. Das Telegramm war von ihr. Was sie mitteilte, wühlte ihn auf. Bitte komm sofort. Vater liegt im Sterben. Bitte komm, ehe es zu spät ist. Sollte er doch ruhig sterben, dieser Mensch. Was hat er ihm nicht alles angetan, wie er seinen Vater hasste, abgrundtief hasste. Nie wieder wollte er ihn sehen, das hatte er sich geschworen, nie wieder. Längst hatte er einen Schlussstrich gezogen. Für ihn war sein Vater schon lange tot. 12 Jahre tot. Damals waren die Würfel gefallen, endgültig. Seitdem hatte er seinen Vater nicht wiedergesehen. Aber da war seine Mutter. Er wusste, wie sehr sie darunter litt, dass es zwischen ihm und seinem Vater zum Bruch gekommen war. Immer wieder hatte sie ihm geschrieben, aber er blieb hart. Es gab für ihn kein Zurück mehr. Draußen spiegelten sich die Lichter auf der nassen Straße. Es war dunkel geworden und er stand noch immer am Fenster. 3 Wochen noch, dann ist Weihnachten, dachte er. Ihr zuliebe will ich es tun, nur ihr zuliebe. Zögernd tritt er in das Zimmer, wo sein Vater liegt. Dort liegt er, dieser Mensch. Ein alter Mann, schwer atmend und vom Tod gezeichnet. Wortlos steht er vor dem Bett. In seinem Herzen ist Verachtung. Vater und Sohn sehen sich an. Im Raum ist es totenstill. Gerade will er sich umdrehen. Da greift sein Vater mühsam nach seiner Hand. Und mit Tränen erstickter Stimme sagt er, Junge, vergib mir. Vergib mir meine Schuld. Stumm sieht er in die flehenden Augen seines Vaters. Sein Herz krampft sich zusammen. Einen Augenblick tobt die Hölle in ihm. Dann drückt er die Hand seines Vaters und weint. 20 Minuten später ist sein Vater tot. Liebe Freunde, Versöhnung im letzten Augenblick, Versöhnung angesichts des Todes ist keine Selbstverständlichkeit. Unzählige Menschen leben nicht nur Jahre und Jahrzehnte lang unversöhnlich nebeneinander her. Sogar am Rand des Grabes sind sie nicht zur Versöhnung bereit. Davon kann man als Pastor viele traurige Lieder singen. Unversöhnlich leben und unversöhnlich sterben. Das ist die schlimme Not vieler Menschen miteinander. Aber noch tragischer wird es, wenn wir uns vor Augen halten, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die unversöhnt mit Gott leben und unversöhnt mit Gott sterben. Und das, obwohl die ausgestreckte Hand da ist, die Versöhnung angeboten wird. Davon redet ja unser Text mit ganzer Eindringlichkeit. Gott ist zur Versöhnung bereit. Er bietet sie an, er ruft zur Versöhnung. Das ist ja die fröhlichste Nachricht für unser Leben. Es kann alles wieder anders werden, ganz neu werden. Wieso denn das? Haben wir denn Streit mit Gott? Ist unser Verhältnis zu ihm nicht in Ordnung? Leben wir nicht im Frieden mit ihm? Genau das ist nicht der Fall. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch dieser Erde seiner Natur nach ein kaputtes Verhältnis zu Gott hat, dass er im Streit mit ihm lebt und unter dem Zorn Gottes steht. Da gibt es keine Gemeinsamkeiten mehr. Angefangen hat das alles vor langer Zeit. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, da war die Welt noch in Ordnung. Alles war sehr gut und die Beziehung zwischen Gott und Mensch war voller Harmonie. Doch auf einmal kam es zum Bruch. Und das kam so. Der Mensch wollte sich von Gott keine Vorschriften mehr machen lassen. Er wollte seine eigenen Wege gehen.
Er fühlte sich durch Gottes Weisung bevormundet, eingeengt und benachteiligt. Er wollte frei sein, sein eigener Herr sein. Die Folge war, dass sich der Mensch zum Ungehorsam gegen Gott entschloss. Er entschied sich zur Auflehnung gegen Gottes Gebot. Er schrieb die Rebellion auf seine Fahne. Damit war das Vertrauensverhältnis zerstört. Das Geschöpf lehnte sich gegen seinen Schöpfer auf. Der Mensch wollte sein wie Gott. Das ist die Ungeheuerlichkeit, von der uns die Bibel auf den ersten Seiten berichtet. Aber nicht nur das. Es steht dort auch, dass Gott sich vom Menschen trennte. Er stieß Adam und Eva aus dem Paradies, aus seiner Lebensgemeinschaft. Gott bestrafte den Menschen mit dem Verlust seiner Gemeinschaft. Der Mensch, der sich für den Ungehorsam gegen Gott entschied, die Bibel sagt, der sich für die Sünde entschied, musste nun ohne Gott leben und mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Gott hatte ihm das ja im Voraus gesagt. Nichtbefolgung seiner Weisung führt zum Bruch und letztlich sterbend in den Tod. Und auf dem Weg dorthin begleitet die Angst und Verzweiflung. Ohne Gott hat der Mensch kein Leben, sondern begegnet nur dem Leid, der Not, den Schmerzen und den Tränen. Die Schuld des Menschen hat ihn in die Sackgasse gebracht, unter den Zorn Gottes. Und davon ist jeder Mensch dieser Erde betroffen. Denn das rebellische Herz des ersten Menschenpaares ist uns als Erbgut zuteil geworden. Die Bibel sagt, die Macht der Sünde hat vom Menschen Besitz ergriffen. Es ist sein Lebensinhalt geworden, gegen Gottes Weisungen zu leben. Kein Mensch kann darum Gott gefallen, denn in allen lebt der Geist des Widerspruchs, der Auflehnung und des Ungehorsams gegen Gott. Zusammenfassend sagt es die Bibel so, das Sinnen und Trachten des Menschenherzens ist böse, von Jugend auf. Und in der Tat, diese Beschreibung trifft den Nagel auf den Kopf. Der Mensch ist seiner Natur nach nicht edel, hilfreich und gut, sondern ungerecht, egoistisch und zu allem Bösen fähig. Es wohnt in ihm nichts Gutes. Ob das so ist oder nicht, kann jeder an seinem eigenen Leben überprüfen. Nämlich dann, wenn er einmal einen ehrlichen Blick in sein Herz tut. Und wenn er sein tatsächliches Leben auf den unerbittlichen Prüfstand der 10 Gebote stellt, dann fängt alle Selbstgerechtigkeit beträchtlich zu wackeln an. Und wer dann immer noch nicht von seinen Sünden überführt worden ist, der vermesse sein Leben doch einmal mit dem Lineal der Bergpredigt Jesu. Der vergleiche einmal seine Existenz mit dem Leben Jesu. Das Leben Jesu war ein Leben ohne Sünde. Es war ein Leben der Liebe. Er hatte Geduld, er war gütig und barmherzig. Er war nicht lieblos und er eiferte sich nicht. Er spielte sich nicht auf. Er war kein Angeber. Er war nicht taktlos, selbstsüchtig und reizbar. Er trug keinem etwas nach. Er freute sich nicht, wenn andere Fehler machten. Er gab niemals jemanden auf. Er ertrug alles und gab die Hoffnung nicht auf. Und damit beschreibt die Bibel ja, was Liebe ist. Jesus redete nicht von Liebe. Er lebte die Liebe. Er praktizierte in vollkommener Weise das, was Gottes Wort so sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus hat Gott geliebt, indem er Gottes Willen tat und alle seine Gebote und Weisungen befolgte. Und Jesus hat seinen Nächsten nichts, aber auch gar nichts Böses getan. Weder in Gedanken, noch in Worten oder in der Tat. Nur Gutes und Barmherzigkeit hat er allen erwiesen, auch seinen Feinden. Wer könnte es schon wagen, sein Leben mit dem Leben Jesu zu vergleichen? Wer müsste dabei nicht schamrot werden? Wer kann schon von sich sagen, er sei ohne Sünde? So wie es von Jesus in unserem Text gesagt wird. Nach dem Urteil Gottes jedenfalls steht fest, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Allesamt sind sie abgewichen, alle verderbt. Keiner ist da, der Gottes Willen tut, auch nicht einer. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen, so sagt es die Bibel. Dass es zum Bruch zwischen Gott und Mensch gekommen ist, dass kein Friede mehr da ist, ist allein die Schuld des Menschen, ist unsere Schuld. Nicht Gott ist an uns, sondern wir sind an Gott schuldig geworden. Da ist eine große, tiefe Kluft zwischen dem heiligen Gott und uns sündigen Menschen. Eure Schuld bildet eine Scheidewand zwischen euch und Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, sagt die Bibel. Eine zerbrochene Gemeinschaft kann nur dort wieder heil werden, wo man vergibt, wo man sich versöhnt. Wo es nicht zur Aussöhnung kommt, bleibt der Graben und wird nur noch größer. Das ist uns allen bekannt.
Wie aber kommt es zur Aussöhnung? Menschen müssen zum Beispiel aufeinander zugehen. Wer am anderen schuldig geworden ist, muss um Vergebung bitten, die Versöhnung anbieten. Und der andere muss die Versöhnung annehmen, indem er Vergebung gewährt. Dann kann alles wieder neu werden. Dann kann man noch einmal von vorn beginnen. So haben wir es alle schon erfahren, als Schuldige und als solche, wo man an uns schuldig wurde. Wie verhält es sich aber zwischen Gott und Mensch? Die Bibel sagt, nicht so wie zwischen Menschen. Nicht wir können uns als Schuldige mit Gott versöhnen, sondern Gott versöhnte uns mit sich selber, wie es unser Text sagt. Das bedarf einer Erklärung. Man könnte ja sagen, ich habe Gottes Gebote übertreten, ich bin vor ihm schuldig geworden. Ich werde ihm meine Schuld bekennen und um Vergebung bitten, ihm die Versöhnung anbieten. Dann ist ja alles wieder in Ordnung. Liebe Freunde, wir können Gott nicht die Versöhnung anbieten. Wir können zwar unsere Schuld bekennen und um Vergebung bitten, aber niemals die Versöhnung anbieten oder gar fordern. Denn Gott ist im Himmel und wir sind auf Erden. Er ist der Schöpfer und wir sind die gefallenen Geschöpfe. Und dieser Unterschied ist beachtlich. Die Bibel sagt, Gott ist das absolut Gute. Er ist durch und durch Licht. In ihm ist nichts Böses, auch nicht die leiseste Spur. Und er hat ein vollkommenes Nein gegen das Böse. Niemals hat er auch nur einen Augenblick Gemeinschaft mit dem Bösen. Im Gegenteil, seine Heiligkeit tilgt das Böse aus. Mit seinem Zorn wendet er sich gegen alles Böse. Er rottet es mit Stumpf und Stiel aus. Und eben, da das Böse im Menschen ist, die Macht der Sünde, hat der Mensch überhaupt keine Chance, in der Gegenwart Gottes zu bestehen. Der Tod wäre ihm sicher, wäre uns sicher. Der Zorn Gottes würde uns wie ein verzehrendes Feuer hinwegraffen. Es ist unmöglich. Die Finsternis kann sich nicht mit dem Licht versöhnen, denn das Licht tilgt die Finsternis aus. Und mit diesem Bild beschreibt die Bibel die vergeblichen Versuche des Menschen, von sich aus mit Gott in Ordnung zu kommen. Die Initiative zur Versöhnung liegt allein bei Gott. Kein Mensch kann von sich aus die Versöhnung anbieten. Alle Religionen dieser Welt sind solche eigenmächtigen Versuche, sich mit Gott auszusöhnen. Sie sind und bleiben aber Sackgassen, denn der sündige Mensch kann niemals das Böse in sich überwinden. Nur Gott kann das Böse besiegen, denn er ist Licht. Und er hat es getan, weil er Liebe ist, wie es die Bibel sagt. Unser Text spricht ja von dieser großartigen Versöhnungstat Gottes, von dem, was Gott getan hat, um die Welt mit sich selber zu versöhnen, uns mit sich zu versöhnen. Die Versöhnung kommt von Gott. Unser Text sagt das klar und unmissverständlich. Das alles kommt von Gott. Und wie er die Versöhnung mit uns zuwege brachte, steht dort auch. Durch Jesus Christus. Gott hat uns durch Jesus Christus mit sich selber versöhnt. Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber. Das ist nicht nur die Mitte unseres Textes, sondern auch die Mitte der Bibel. Das ist die frohe Botschaft für unser Leben, die beste Nachricht aller Zeiten. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Was aber hat Jesus Christus mit unserer Versöhnung zu tun? Konnte Gott nicht auch so unsere Schuld vergeben? Vergessen wir nicht, Gott als der absolut reine und heilige vertilgt das Böse. Ohne Kompromisse, ohne Pardon. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir wären also an der Reihe, ein jeder von uns, denn erst durch den Tod wäre das Böse in uns ausgerottet. Und dass Gott das nicht gemacht hat, dass er uns nicht hingerichtet hat, sondern an einem anderen das Strafurteil über die Sünde vollstreckte, das ist unbegreiflich. Man kann es letztlich nur verstehen, wenn man anfängt zu begreifen, was Liebe ist. Aus Liebe zu uns hat Gott einen anderen für uns zur Sünde gemacht, wie es unser Text sagt, damit niemand verloren gehe, sondern wieder eine Zukunft hat. Und dieser andere, der für uns zur Sünde gemacht wurde, ist niemand anderes als Jesus Christus. Gott hat seinen eigenen Sohn für uns in den Tod gegeben, um unserer Sünden willen. Ohne Nachsicht hat Gott das Liebste, was er hatte, am Kreuz von Golgatha hingerichtet. Alle unsere Schuld und Sünden hat Gott auf ihn fallen lassen. Und Jesus hat am Kreuz geschrien, als Gott sich von seinem eigenen Sohn abwandte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Gott getan, damit niemand mehr so schreien muss, wenn die Stunde da ist, da unser Leben von uns genommen wird. Das hat er getan, weil er uns unsagbar liebt. Die Bibel sagt, dadurch ist Gottes Liebe bei uns offenbar geworden,
dass Gott seinen eigenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn das Leben hätten. Darin zeigt sich die Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt und seinen Sohn gesandt als Sühne für unsere Sünden. Gott hat alles gegeben, um uns zu retten, um uns mit sich selber zu versöhnen. Durch den Tod Jesu Christi hat er die Macht der Sünde gebrochen. Ihn hat er für uns zur Sünde gemacht und damit das Böse gerichtet und ausgetilgt. Welche Bedeutung hat das für unser Leben? Unser Text sagt, er rechnet die Sünden nicht mehr an. Unsere Vergangenheit ist ausgelöscht. Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch ist wieder möglich. Das Wort von der Versöhnung ist aufgerichtet, weil das Kreuz aufgerichtet ist, an dem Jesus für uns hing und starb. Das ist geschehen, vor fast 2000 Jahren auf Golgatha, auf diesem Todeshügel vor den Toren Jerusalems. Und dass dieses Zeichen, dieses Wort von der Versöhnung kein leeres Wort ist, hat Gott durch die machtvolle Auferstehung Jesu aus den Toten bestätigt. Gott sagt in seinem Wort, um unserer Sünden willen ist er in den Tod gegeben, aber um unserer Rechtfertigung willen ist er auferweckt worden aus den Toten. Durch den Tod Jesu Christi hat Gott die Versöhnung vollbracht. Das ist ein für allemal geschehen. Das ist Vergangenheit. Aber durch den auferstandenen Jesus Christus, den lebendigen und gegenwärtigen Herrn, macht er die Versöhnung heute möglich, für uns möglich. Denn Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben, auch für meine und ihre Sünden. Die Versöhnung ist vollbracht am Kreuz von Golgatha. Darum ist die Versöhnung mit Gott jetzt möglich, wenn ich die Versöhnung annehme. Und das heißt nichts anderes, als dass ich Jesus Christus annehme, durch den Gott sich mit mir versöhnt. Nicht von ungefähr sagt deshalb unser Text, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Was heißt denn das? Gott will mich zu einem neuen Menschen machen, zu einem Menschen, der wieder fähig ist, Gottes Willen zu tun. Zu einem Menschen, der wieder in völliger Harmonie mit seinem Schöpfer lebt. Etwas ganz Neues soll werden. Frei vom Zwang zur Sünde, vom Zwang zum Bösen und fähig, das Gute zu tun, Gottes Willen zu tun. Aber eben, die neue Schöpfung gibt es nur, wenn jemand in Christus ist, wie es unser Text sagt. Dann ist das Alte wirklich vergangen. Dann bestehen die alten Verhältnisse und Bindungen nicht mehr, die uns an das Böse und an den Machtbereich des Teufels fesselten. Dann wird etwas ganz neu. Dann beginnt ein neues Leben unter der Herrschaft Jesu Christi, in der Kraft seines Heiligen Geistes. Ohne Jesus aber gibt es keine Versöhnung mit Gott. Und ohne Jesus gibt es auch kein neues Leben. Ohne Jesus habe ich weder Frieden mit Gott noch die Kraft, der Macht der Sünde zu widerstehen und den Willen Gottes zu tun. Ohne Jesus ändert sich überhaupt nichts. Ohne Jesus bin ich ein ganz elender und verlorener Mensch. Ein Mensch, der noch immer unter dem Zorn Gottes steht und das trotz vollbrachter Erlösung und Versöhnung am Kreuz von Golgatha. Die Bibel sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben, der hat Frieden mit Gott. Und wer Jesus nicht hat, der hat das alles nicht. Darauf kommt es an, Jesus zu haben. Denn nur dann habe ich die Versöhnung. Nur dann ist das Alte vergangen, nur dann bin ich eine neue Schöpfung. Nur wenn jemand in Christus ist, wie es unser Text sagt. In Christus zu sein, das heißt, zu Jesus Christus zu gehören. Und das ist nur dann der Fall, wenn man sich mit seinem Leben ihm anvertraut hat, wenn man seine ganze Existenz unter seine Herrschaft gestellt hat, wenn man ihn in sein Leben aufgenommen hat, wie es die Bibel sagt. Wie man das macht, sagt die Bibel auch. Rufe Jesus, rufe seinen Namen im Gebet an und sage ihm, Herr, ich danke dir, dass du auch für meine Sünden gestorben bist. Bitte vergib du mir alle meine Schuld. Schenke mir Frieden mit Gott. Gib mir das neue Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich will mein Leben unter deine Herrschaft stellen und nach deinen Weisungen leben. Bitte komm du jetzt in mein Leben. Und wer das mit einem aufrichtigen Herzen tut, erlebt, wie Gott ihn in Jesus Christus zu einer neuen Schöpfung macht. Denn jeder, der den Namen Jesus anruft, wird errettet. Erfährt die Versöhnung mit Gott, sagt die Bibel. Das ist absolut sicher. Gott hat uns durch Jesus Christus mit sich selber versöhnt. Das Wort von der Versöhnung ist aufgerichtet. Gott hat alles getan. Die Hand ist ausgestreckt, weit ausgestreckt. Jesus ist hier.
unsichtbar gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist. Er, der für uns Gekreuzigte und Auferstandene, ist in unserer Mitte. Die Versöhnung mit Gott ist uns ganz nah. Die Bibel sagt, das Wort ist dir nahe, es ist in deinem Herzen. Das Wort, das Glauben fordert und das wir verkündigen. Im Namen Jesu Christi habe ich geredet, als sein Botschafter. An Christi Stadt habe ich das Wort von der Versöhnung gepredigt, vor ihren Ohren entfaltet. Das Wort von der Versöhnung ist aufgerichtet, für sie, ganz persönlich. Nun liegt es an ihnen, ob sie die Versöhnung annehmen, ob sie das annehmen, was Gott ihnen aus Liebe schenken will, ob sie Jesus annehmen, damit die Versöhnung auch ihr Leben erreicht und neu macht. Jesus steht vor der Tür ihres Herzens. Ich stehe vor ihnen als Botschafter an Christi Stadt. Gott selbst, der lebendige Gott, Herr des Himmels und der Erden, ermahnt sie durch mich, die Versöhnung anzunehmen, sich in Jesus Christus versöhnen zu lassen. Jesus selbst lädt sie ein. Er, der sein Blut und Leben für sie gelassen hat, er, der alles für sie getan hat, der sich für sie zur Sünde machen ließ. Er steht jetzt vor ihrem Leben und wartet darauf, dass sie ihm die Tür öffnen, dass sie ihr Leben unter seine Herrschaft stellen und damit Frieden mit Gott und Versöhnung empfangen, Vergebung ihrer Sünden. Seine Hand ist ausgestreckt, und ich bitte Sie nun an Christi Stadt, lassen Sie sich versöhnen mit Gott. Kommen Sie, bevor es zu spät ist für Ihr Leben. Lassen Sie sich jetzt mit Gott in Jesus Christus versöhnen, damit Sie auch getrost und versöhnt sterben können. Noch einmal bitte ich an Christi Stadt, lassen Sie sich versöhnen mit Gott. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, der wird nicht mehr in der Finsternis leben, sondern er wird in mir das Licht des Lebens haben. Gott hat durch sein Wort geredet. Die Bibel sagt, dass der Glaube durch das Hören auf das Wort kommt. Gott bietet die Versöhnung an, heute, jetzt. Und wer immer auch jetzt für sein Leben das Geschenk der Versöhnung persönlich annehmen will, der bete jetzt mit mir in seinem Herzen. Herr Jesus Christus, der du die Versöhnung zwischen Gott und Mensch bist, ich danke dir für deine Liebe, dafür, dass du auch für meine Sünden und Lebensschuld dein Leben gelassen hast, für mich gestorben bist. Bitte vergib du mir alle Gedanken, Worte und Taten im Widerspruch zu deinem Willen. Reinige du mein Leben und mein Gewissen von aller Schuld. Ich will mein Leben jetzt unter deine Herrschaft stellen, es dir anvertrauen. Komm du jetzt in mein Leben. Und befähige du mich, dir zu folgen und Gottes Willen zu tun. Erfülle du mein Herz mit deinem Frieden und verherrliche deinen Namen in meinem Leben. Ich danke dir. Amen. Lass mich kommen, oh Gott, lass mich kommen.
du ihn.